Herzlich willkommen bei Gamenlos Kartenchaos. Ich bin's wieder, euer McBall, und wir spielen nochmal wieder eine Runde. Und diesmal, ich wollte halt eh schon mal wieder lang Schach spielen, und diesmal erledigt das Kartenchaos für mich, dass wir eine Runde Schach spielen. Vielleicht kennt ihr sogar noch einen mehr oder weniger Story-Modus von Hearthstone. Weil bei dieser neuen, ich war jetzt auch einmal drin in einer Runde. Und deswegen freue ich mich eigentlich richtig drauf. Es wird richtig, richtig lustig. Ja, Sinn und Zweck ist, jetzt hat man halt neue Karten, die halt mehr oder weniger Schachfiguren ersetzen sollen. Und es wird immer automatisch am Ende vom Zug angegriffen. Ja, und das geht halt ein bisschen auch um positionelles Spiel, sagen wir mal so. Wo lege ich welche Karten hin? Das ist recht lustig. Also ich hab's total cool gefunden. The White King versus the Black King. None shall pass. On guard. So. Dann gehen wir mal weg. Ein White Knight. Und, wir haben nur 10 Leben. Ich glaube nämlich, ein Ding hat man 20 gehabt. Ich glaube, im Story hat man 20 gehabt, da jetzt nur 10er. Ist ja richtig schnell. Ja, und eigentlich, also man greift immer die Karten vis-à-vis oder das, was an vis-à-vis ist, an. Und wenn es so leicht versetzt ist, greift man halt mehr oder weniger den an. Wenn ich 3 draußen habe, dann wird der zweimal und der zweimal angegriffen. Und das, was ich jetzt halt mache. Okay. Ja, und die Hero Power haben es geändert. Ja, und wenn man so halt steht hat, ist ganz gut. Wenn man halt einiges an Damage macht. Netten Heal kriegt. Ich hätte jetzt gern mal einen Pawn. Ja. Jetzt kann er nämlich daher. Kriege ich einen Aggregant direkt aus. Aber daher setzt noch mal Damage. Eigentlich bin ich jetzt noch gespannt, wie lange das. Okay, die haben es ja wirklich beschränkt. Ich habe noch 8 Karten. Wirklich, aber wirklich nur 16 Karten. Cool. Also ein nettes Gimmick. Ich glaube wirklich. Eigentlich raushauen. Ich würde das schwerer machen als erwartet. Fuck, finde ich cool. Finde ich echt cool. Das haben wir schon damals vertaut. Ich hab ja meinen Heal umgehauen. Der stirbt dafür jetzt. Dafür habe ich ihm nur das meine Arm halt. Bei ihm muss ich oben shiften. Nein, ihm kann ich nicht, aber ihm müsste ich oben shiften. Und da ich da eine hauen. Und mal schauen, ob ich jetzt dann die Queen da zieht. Oder ein Springer. Ein Springer war dann gefällt. Fenster. War nicht schlecht von ihm. Also dann Springer habe ich. Ich springe instant wird.
Damage machen. Den kann ich dann aus. Der stirbt noch nicht. Der stirbt noch. Queen Eve. Das war noch nicht. Kann ich am angreifen? Schauen wir mal. Tod. Heil. Damage. Tod. Damage. Mhm. Ich find's cool. Aber ich glaube nicht, dass wir da heute wirklich lange Folge damit machen, weil. Bis zum Sieg. Bis zum ersten Sieg muss gehen. Richtig zart. Ich hab noch Arm. Mhm. Shiftet er die zwei, damit er Arm 2 Damage machen kann. Und nicht schlecht ist. Also für ihn, für mich schon. Er möchte aushauen. Ich tue damit nicht weh. Ja, lass mal so machen. Heil, Damage, Damage, Damage. Also eigentlich sind da die Heals dann die Key. Gerade mein, wem Umbringer gegenüber mein, wem am Leben lassen, geopfert, also tauscht. Die zwei sind bald hin. Da muss man mal aufstehen. Jetzt ist der weg. Ich habe ein bisschen Face Damage gekriegt. Tod. Und zwar weg. Der ist im nächsten Zug hin. Der ist hin. Der wird hin sein. Schaut aus, als hätte ich das verloren. Also die Queen kann es nur umreißen. Er hat einmal zwei weg, aber er hat auch noch seine irgendwo. Damage ist jetzt heftig. So, er legt damit den Spiel und spielt seine.
What the hell? Und jetzt da ist. Not yet. Ich schlag ihn. Er kriegt zwar Fatigue Damage. Er hat mir nicht drauf. Ich krieg zwar Fatigue Damage. Er kriegt 3 Fatigue Damage, ich krieg 4. Checkmate. Schaut. Checkmate. Simon nimmt früh. What the hell? Gerade nicht. Gerade nicht, er hat diese Queen gut aufgehoben. Eine Dame. Aber ja. Aber ja. Ärgerlich. Vielleicht sind wir jetzt mehr Glück. Aber es war irgendwie immer, weil ich hätte gerade einmal auf gleiche Anzahl. Also wenn die Summe an Kreaturen ungleich ist, dann erwischt immer, dass zwei Leute angegriffen werden. Wie immer dann in der Situation, dass er gleich spielen hätte. Also auf Grad. Und das entweder am Anfang schnell gespielt oder am Schluss langsam. Irgend sowas ist da passiert. Vielleicht hätte er einfach ein Frieger in Springer ausgeben sollen. Oder mir öfters mit dem Hinherschiften spielen. Wer kann jetzt mit Coin 2 spielen, wenn das gescheit macht? Oder er lost, so wie der Furige. Na, ja, dann endet mein Zug jetzt. Und dann habe ich 2, die was ein Damage macht. Aber sonst hätte ich 2 Damage direkt to the face gehabt. Nach unten schieben. Und Kühlmilch wäre jetzt eine Spur besser. Okay, jetzt hat er einen Heal draußen. Und also den Sprung. Den Springer spielen mehr, sondern hätte ich ihn gleich draußen gehabt. So bin ich erst im nächsten Zug. Okay, das war jetzt mein Fehler. Er kriegt immer noch Value. Sie haben es auf jeden Fall gut gespielt. Sie haben es gut gemacht, finde ich. Sie haben es nicht schlecht gemacht. Kommt da noch was? Er muss irgendwie rauskriegen. Drauf, runden, shiften.
Hat er Möglichkeit. Rot. Ah, er stirbt sowieso. Nett. Arm Damage, den kriege ich. No. Marvelous. Da eine Hand ist nur opfern, also ist nur Schaden machen. Da eine Hand ist, der stirbt. Der stirbt in dem Zug. Probieren wir es. 2, 3. Man könnte nur naja, gut, das ist nichts. Also der wird mir jetzt auch sterben, versehentlich. Ach ja, stimmt, der rutscht auch. Das heißt, der überlebt noch. Schwierig. Das sind da beide Türme. Die sind so schlimm. Das ist nervig, nicht? War nicht schlimmer da, wenn ich die Dame einspiele, macht sie einiges mehr. Ach, ist sie nicht sicher. Wirklich? Das war sogar gescheit. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich da die Dame, rutscht das ab. Dann kriege ich den nicht raus. Sprich da, kriege ich die zwei raus, passt. Nein, kriege ich auch noch den an. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Mana. Damage, raus. Heil. Damage, aber Ehren kriegen. Ja gut, im nächsten Zug vielleicht. Das Problem ist, ich habe meine Dame jetzt drauf. Du kannst mir dann Springer und den Turm leicht raushauen. Checkmate. Oh. Oder er spielt die Dame. Geht. Das ist schon gar nicht. So. Und er hat einen Fehler gemacht. Ich muss den angreifen. Jetzt ziehen. Schaden. So, mein einziger Vorteil ist, ich habe jetzt so viel mehr am Brett. Marvelous. Das ist gerade echt schwarz im Song, was man machen sollte. Das bringt ihm nichts. Den da oben shiften. Mit dem den attackieren. Den attackieren. Und eigentlich komplett runter shiften. Das sollte am wenigsten passieren. Beenden. Hat er immer noch keinen Healer, hat er immer noch so eine verdammte Dame. Das Problem ist, wenn er den jetzt ans Obe bringt, oder einen neuen, einen hat er mal Arm weg. Schichtet das in die Mitte? Nein, das wäre toll lassen sollen. Das hat mehr Schaden gemacht. Ich habe totale Probleme mit der Dame. Meine hat das so schnell rausgenommen. Zach. So. Ja.
anderen Port hier. Checkmate. Komplett daneben. Checkmate. Not you. Echt fies, echt fies. The Black King. Na, vielleicht mit schwarzen Ecklig. White King. On guard. None shall pass. Black Pawn, Black Pawn, Black Pawn, Black Pawn. Okay. Ja. Hat sein Coin gar nicht gespült gehabt, oder? Ah, ist mal nicht aufgefallen. Schwierig, schwierig, schwierig. En passant. Aber wie ganz viel Figur weniger? So, 3, 4, 5. Oh, jetzt haben wir aber ganz viel Figur weniger, oder hat er auch genauso? Na, 10. Okay, nein, wir haben gleich viel, aber sie haben irgendwie viel. Also, König. Wir gehen spritzen. En passant! En descend! En descend! Alter, sehr mit doch. Auf jeden Fall bin ich eine gelungene Umsetzung. Ich finde es total cool. So die Idee finde ich echt fancy. Taugt mir richtig. Richtig, richtig nice. Dann haben wir die erste Figur geschlagen. Aber irgendwie glaube ich immer noch, dass Schwarz leicht bevorzugt ist. So. Aber ungerade, das heißt, du musst zwei spielen auf jeden Fall. Gleich los einfach. Die zwei sind weg. Der ist weg. Der ist nicht weg. Links und rechts Bauern dazu. So, turn und das heißt, sie kriegen Damage. Face Damage. Aber ja, volles Board, aber nicht ganz nett. Wenn man nicht gemacht hat. Ja, jetzt so stirbt man am Turm. Ja, und dafür spüre ich dann da den nächsten. Und da steht. Ah, verdammt. Da steht zwar. Job's done. Und da. Okay, nicht genug Mana. Nein, Pech. Base. Figuren aus. Base. Also. En passant. Du kannst meine nicht tauschen. Ändert nichts. Ändert ein bisschen was. Aber genau das, was ich gemacht habe, kann ich auch machen. Da möchte die verschiften. Der stirbt. Ah, da bin ich auf 7. Ich glaube maximal sind 7 erlaubt. Die möchte ich nach links verschieben. Die möchte ich nach links verschieben. Fertig. Checkmate.
Vorstellung. So. Ich spiele nur mein Bishop nicht, weil ich keinen Platz habe, dass ich ihn gescheit spielen kann. Checkmate. Dann hätte ich eigentlich gerne einen Springer im nächsten Zug, oder ist die Queen eigentlich? Oder auch nicht. Mal sehen. Ja. Kann noch einer shiften. Damit der länger überlebt. Muss das spüren. Dann habe ich mitunter einfach überrennt. Er kann nicht die Board Presence aufbauen, dass ich ihm nicht noch zwei Leben wegnehme. Wir brauchen nur 7 am Feld haben. Also warte, jetzt stirbt denn einiges. Ah, na, stirbt aktuell. Heilen, Anna stirbt. Heilen. So. Hier was. Checkmate. Anna. Ich muss hier einfach nur. Heal, Blade, Endturn. Und der Bruno. Ich glaube immer noch, dass Schwarz einfach bevorzugt ist. In der Variante. Sie haben es gut gemacht, aber ich glaube immer noch, dass Schwarz bevorzugt ist. Na gut. So viel dazu. So viel für die Wochen. Für das Kartenchaos. Ich bin immer noch, ich finde es total cool. Aber wenn ich glaube, dass Schwarz einfach bevorzugt ist. Weil es nur reaktiv spielen muss und irgendwie immer schafft, dass in Zugvorteil hat. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da und im besten Fall ein Abo. Wenn nicht, Dislike, wie sie es ja gleich daneben. Und bitte in die Kommentare schreiben, was ich ändern soll. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao.